genau, nee, wir sollen nächstes Jahr zum Zoo kommen. Wir wollen aber Zielangs eigenen Zoo aufmachen. Das machen wir natürlich nicht. Nee, der Zirkus meine ich. Das machen wir natürlich nicht. Nein. Aber wie gesagt, die Karten kamen hier mit, da stehen so wichtige Infos drauf, so wie die Größe, die Nahrung, das Alter, die Herkunft zum Beispiel. Und wenn jetzt auch Thema beim Rochen, aber ganz kurz zu bleiben, wenn ihr an die Decke schaut, dort oben, seht ihr eine Abbildung von einem Manta-Rochen, einem Baby-Manta-Rochen, um es genau zu nehmen. Der ist 3 Meter breit und 2,50 Meter lang, das ist noch ein sehr, sehr kleines Jungtier. Ausgewachsen werden, sie muss wie das ganze Becken, nämlich von 10 bis 12 Meter werden die groß. Die können auch aus dem Wasser springen, die Marmor. Die können, wie gesagt, so bis zu 2 Meter aus dem Wasser springen. Das wäre möglich. Bei uns, die Kleinen, können es auch, aber keine 2 Meter, das ist klar. Da brauchen wir abends mal eine Umrandung auf, das sind ja klar, dass sie nicht rausspringen. Weil das ist auch sehr interessiert. Wenn ihr die Rochen von unten seht, manchmal drehen die sich gerne, seht ihr ja. Wenn ihr sie von unten seht, dann seht ihr einen Mund und 2 Nasenlöcher sind das. Das nennt man auch Engelsgesicht. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen dort hinten am neugeborenen Becken, was wir dort hinten haben. Da sieht man das am besten, weil sie dort meistens an der Scheibe sind oder sehr gut getarnt am Boden, weil auch die Tiere können sich ein wenig tarnen. So wie die Octobone hier. Ja, das waren so eigentlich alle wichtigsten Aspekte zu dem Thema Rochen und Haien. Wenn Fragen da sind, ich bin auch lieber euer Besucherbetreuer. Ihr könnt mich fragen oder mein Kollege dort hinten. Mein Vorgesetzter, der hält gleich immer mit. Ne, Herrling? Den haben wir doch. Ja. Ich bin nicht abhängig, ich bin auch Leute, Side by Side, Bevölkerungsmoderation. Man sieht natürlich eine Stufe höher in der Hierarchie, schon hat man so ein paar Sätze. Eigentlich alle Kollegen auch bei uns haben, nicht wahr? Ich habe immer die Hände frei, kann ich mit ihnen richtig agieren, nicht wahr? Auf dieser schönen Nikon-Kamera, das ist sehr schön. Der Kollege macht das hier auch richtig schön ohne Blitz. Wir haben ja keine Augenlider, hat aber bestimmt ja von ihm schon erzählt. Haben wir denn schon mal alle in ihr Futterkörbchen reingeguckt, ob sie heute gekochte Muscheln dabei hat? Oder nur wieder Tintenfische geschnittene? Ich hab Muscheln, aber die Heilbabys sind genau. Ja, ich habe eben schon, dass die Karteibüchse unterhalten sind. Wie gesagt, von der Scheibe ohne nicht eben gerade. Ich habe total von der Seite. Viel Spaß, Herr Link. Dankeschön. Genau, wie gesagt, wie schon erwähnt, die Fotoschutzarbeiten dort hinten haben wir, wie gesagt, die Chance, noch die kleinen Haieier zu sehen. Da kann man nämlich zum Beispiel, wenn man die Scheide guckt, nämlich erkennen, dass in den kleinen Eiern, besonders die weißen, dass sich die kleinen Haie wenig so gut sehen. Frisches zu essen, denke ich, dann, ja, logisch. Die Blumen sind natürlich vorne drauf.